Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich wieder eine Rezension für euch und zwar von einem Buch, was mir wieder gut gefallen hat, was mal ein bisschen was anderes war. Ich meine, ihr habt es ja am Titel und am Bild schon gesehen. Es geht um das neue Buch von Max Bento, nämlich Der Traumacher. Das ist der 6. Teil der Reihe um Nils Tröjan. Das ist der Kommissar, der hier ermittelt. Das Ganze spielt in Berlin, ist aus dem Goldmann Verlag, hat 381 Seiten und kostet neu 14,99 €. Wie gesagt, das ist der 6. Teil einer Reihe. Das heißt, die Reihe fing an mit der Federmann. Generell ist es bei Thrillern ja jetzt nicht so, dass man das unbedingt in der Reihenfolge lesen muss. Ich empfehle es aber trotzdem, weil vor allem auch in dem Teil, auch in den vorherigen Teilen, wird immer wieder Bezug genommen zu, vor allem zu dem ersten Fall, aber auch zu den Personen. Also ich meine, wir kennen das alle, die Ermittler entwickeln sich auch weiter. Und um das halt richtig nachvollziehen zu können, würde ich empfehlen, es schon ab der Reihe zu lesen. Das heißt, das ist der 6. Teil. Ihr habt dann damit noch 5 tolle Bände vor euch, wenn ihr die Reihe noch nicht kennt. Und ich kann es euch wirklich empfehlen. In dem Buch, das ist mal etwas anderes. Den Titel finde ich im Nachhinein echt gut gewählt. Und ja, also zuallererst, das Buch hat von mir 4 Sterne bekommen. Ich fand es echt gut. Ich habe es auch in einem Rutsch wieder durchgelesen. Ich meine, 381 Seiten ist jetzt nicht ganz so wenig. Und es hat am Anfang schon so ein bisschen Horrorzüge gehabt. Also ich weiß nicht, wenn ihr die Blutschule kennt von Max Rohde, also Sebastian Fitzek, das ging ja auch in so eine leicht übernatürliche Richtung. Ja, also ich fand es auch, das fand ich nicht gut, aber hier fand ich es echt gut. Denn wir befinden uns, wie gesagt, wieder in Berlin, weil Nils Tröjan dort ermittelt. Und am Anfang haben wir eine kleine Rückblende, ein Jahr in die Vergangenheit und erleben dort einen Abend mit von einer jungen Frau und einem jungen Mann. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen, obwohl, schau mal gerade. Doch, also eigentlich kann ich es schon sagen. Beziehungsweise, ja, sagen wir es so, nach dieser Rückblende sind wir wieder in der normalen Gegenwart und dann treffen wir auf, wie hieß sie, Franziska, glaube ich. Ja, und Franziska Wiesner hat vor einem Jahr ihre Tochter verloren durch einen ganz plötzlichen, ja, Unfall so gesehen. Und ist seitdem oder lebt seitdem sehr, sehr zurückgezogen, sehr einsam. Ja, hat sich von allem abgeschottet, das kann man ja auch verstehen. Und auf einmal fängt es an, dass sie so eine Art, ja, Halluzination bekommt. Sie denkt, sie hört ihre Tochter, hört ihre Stimme und sieht, ja, merkwürdige Zeichen in der Wohnung. Und ja, sie meint halt, dass sie tatsächlich wirklich richtig verfolgt wird. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Eines Tages, kurze Zeit darauf, wird Nils Tröjan zu einem Tatort gerufen. Und dieser Tatort befindet sich im Keller von Franziska Wiesner. Und dort liegt diese tot. Und der ganze Körper ist übersät mit Bissspuren. Klingt schon mal sehr creepy. Also sehr, sehr abgedreht. Und natürlich ist das Team um Nils Tröjan auch bemüht, dann ganz, ganz schnell den Täter zu finden und auch sich einen Reim darauf zu machen, was da überhaupt los ist. Und dann ist das natürlich nicht der, das ist der Anfang, das ist nicht der Schluss. Denn wie das bei Serientätern so ist, morden sie ja auch häufiger. Und dann wird in nächster Zeit noch eine zweite Leiche gefunden. Und zwar die beste Freundin von der verstorbenen Tochter von Franziska Wiesner. Und auch diese trägt ganz, ganz merkwürdige Bissverletzungen. Ja. Viel mehr möchte ich gar nicht verraten, denn ja, viel mehr steht auch gar nicht hinten drauf und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. So viel dazu. Mir hat es echt gut gefallen. Also wie gesagt, dieser Horroraspekt mit dem Übernatürlichen, mit diesen Bissspuren, fand ich echt gut gelöst. Mal was anderes. Was ich auch gut fand, war, dass in dem Buch nicht nur die Geschichte aus einer Sicht beschrieben wird, also zum Beispiel nicht nur aus der Sicht von Nils Tröjan, sondern wie gesagt, wir haben am Anfang diese einjährige Rückblende, also die vor einem Jahr war und dann erfahren wir Geschichte auch von ganz vielen verschiedenen Charakteren, denn es gibt sehr viele wichtige Personen in dieser Geschichte, nicht nur Nils Tröjan. Und das hat mir echt gut gefallen, wobei ich sagen muss, dass mich ja dieser Aspekt mit dem Übernatürlichen am Anfang ein bisschen, ja, es kam mir halt vor wie ein Horrorbuch, also ein richtiger Thriller ist es für mich jetzt nicht. Es ist eher schon ein Kriminalroman, also es war jetzt nicht super mega blutrünstig oder psychisch angreifend, sondern halt eher so ein bisschen Horror-Krimi. Und was ich noch als negativ empfand, war zum Teil Nils Tröjan. Also es geht immer noch um eine
Liebesgeschichte zwischen Nils Tröjan und einer anderen oder einer Frau. Und die Geschichte fand ich ein bisschen ermüdend. Auch der Schluss, ja, okay, hätte für mich jetzt nicht sein müssen. Ist halt ganz schön, um halt ein bisschen Tempo wieder rauszunehmen, dass man halt auch ein bisschen andere Stellen malt und nicht nur diese Jagd. Aber das hätte für mich jetzt nicht sein müssen. Deswegen ein Stern Abzug also insgesamt und immer noch 4 Sterne. Ich meine, das ist immer noch sehr, sehr gut. Ja, viel mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, weil ich euch halt nicht zu viel wegnehmen will. Das ist bei Thrillern ja immer recht schwierig, da nicht zu viel zu verraten. Aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht gesagt, das hinten drauf steht. Deswegen sage ich jetzt auch mal, das war's für heute. Ich belasse es dabei. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon ein Buch von Max Bento gelesen habt und ob ihr. Ja, oder wie ihr die generelle Geschichte um Nils Trojan findet, das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bis dann. Tschüss!